Hey Freunde, herzlich willkommen zu Folge 6 von Battlefield Hardline Singleplayer mit eurem Simon von Wir spielen es. Ja, und heute geht's natürlich wieder Action geladen weiter hier in der Episode 2. Abgang, wir müssen nach wie vor zwei Leute, die per Haftbefehl gesucht sind, hier festnehmen. Den Leo müssen wir festnehmen. Drei Leute, also drei Ziele haben wir. Und ich würde sagen, wir spielen jetzt einfach hier weiter. Jo, starten wir. Ich weiß nicht, kriegt man hier nicht noch ein paar bisschen mehr Ausrüstung? Also Munition? Warum haben wir so wenig Munition? Aber das scheint wohl so zu sein. Fakt ist, da hinten ist der Leo. Dem müssen wir jetzt hinterher. Und hier immer wieder ein bisschen die Umgebung abscannen. Weil wir wollen ja... Zu 100% werde ich das eh nicht schaffen. Aber ich will dann doch, sag ich mal, ein paar Beweisstücke hier noch finden. Boah, hier geht's drunter und drüber. Hast du Leo? Das Tempo traut man ihm gar nicht zu. Im Hotel müsste es eine Wachzentrale geben. Ich suche ihn auf den Kameras. Was ist denn los hier? Gut. Sag Bescheid. Der ist hier durch. Gehen wir nochmal zurück. Boah, was ist das jetzt? Sei nicht verbuggt, Spiel. Lass dich öffnen, liebe Tür. Oh, dankeschön. Er schlägt dir auf jeden Fall alles K.O., was geht. Los, zumachen und runter. Auf dem Weg, verdammt. Er kommt vom Pool, Kai. Okay, da haben wir... Wichtige Durchsage für alle Gäste und Mitarbeiter. Liegt das Notfall vor. Wer sich im Zimmer so befindet, sollte die Tür abschließen und vom Fenster wegbleiben. Wer rumballert, da muss ich drauf gefasst machen, dass er zerstört wird von mir. Darauf soll der sich dann gefasst machen. So, wenn wir in der Nähe von einem... Komm, jetzt haben wir doch irgendwelche Munition hier ein. Okay, Zivilist, du gehst am besten hier weg. Schnell wie möglich, irgendwie auf dein Zimmer oder so. Erkennen wir hier irgendwas? Nein, dann raus hier, los. Erstmal eine Runde baden gehen in den Pool. Sehr geil. Oh, ich freue mich auf den Urlaub, Leute. Wenn ich hier das Wasser sehe, bekomme ich übelst Bock. Sag das den Idioten, die hier rumballern. Genau, sag das nicht mir. Ich schieße immerhin nicht auf Zivilisten. Der meint, er müsste sich mir hier einen Weg stellen und mich... dann hier angreifen und auf mich schießen. Der muss eben damit rechnen, dass ich auch schieße. Oh, schnell in Deckung, schnell in Deckung, schnell in Deckung, schnell in Deckung, schnell in Deckung. Boah, wie schnell das geht. Auf Veteran, wie verdammt schnell das geht. Ja, aber so, oder? Bleibt man immerhin fit. Beziehungsweise wird man wieder fit, was Shooter angeht. Hier sind auf jeden Fall einige Gegner am Start. Boah, ich treffe aber auch nicht, ne? Treffe aber auch nicht. So, hier bin ich definitiv nicht gut. Ich weiß nicht warum. Schaltet ihn aus! Aber ich bekomme es irgendwie nicht hin, die Leute so hoch zu nehmen, ohne sie umzulegen. So, können wir hier noch ein paar erscannen. So, und weiter geht's. Das war auch schon wieder unser Magazin. Wir gehen hier echt mit zwei Magazinen aus dem Haus. Gut, Cops sind auch jetzt nicht unbedingt auf so einen Kampf ausgelegt, das immer eskalieren muss, zum Glück. Wo müssen wir lang? Wir müssen hier durch den Exit. Ich habe die Wachzentrale
Oh, das war ein Zivilist. Geh weiter den Gang runter, dann stößt du auf die Lobby. Da ist Leo. Okay, mach ich. Okay. Da ist der Nick. Über der Lobby im ersten Stock. Okay, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Er ist in einem der Büros. Fuck, Nick, da kommen noch mehr in die Lobby. Sie dürfen mich nicht sehen. Geh irgendwie nach oben. Nach oben? Ich gehe gerade nach unten. Das ist ziemlich blöd, wenn ich hier nach oben soll. Hier ist Ned. Drücke X, um leiser und unsichtbarer zu agieren. Ah, okay. Schwärmt aus und findet Leo. Randy, die Lage ist beschissen. Ein Bulle hat den Laden hier komplett auseinandergenommen. Und wir wissen nicht mal, wo Leo ist. Ja, wer ist wohl der Bulle, ne? Wer ist das wohl? Das sind wohl wir. Fakt ist... Du bist verhaftet! Du bist verhaftet, das ist Fakt. Ja, du machst hier gar nichts. Auf den Boden, bevor ich mir anders überlege hier. Jetzt nehmen wir den hoch. So, der nächste, den wir hier hochnehmen. Jetzt können wir endlich mal wieder ein bisschen leise hier agieren, das ist ganz gut. Weil ich finde es eigentlich auch, dass das ein Anreiz von dem Spiel ist. Also der Unterschied einfach zu anderen Battlefield-Spielen, so wie ich sie zumindest kenne. Oder Call of Duty oder sonstigen Shootern. Da haben wir auch nochmal einen Gegner. So, dann gehen wir, schleichen wir mal hier durch. Der schläft. Ah, und da haben wir auch so einen Bösewicht, den wir verhaften müssen. Der Gesuchte befindet sich in der Nähe 13. Sehr schön, das gibt eine Belohnung, wenn wir den verhaften. Das wollen wir auf jeden Fall nicht vermasseln, Freunde. Und da sehen wir auch schon zwei Leute, die wir jetzt hochnehmen wollen. Halt! So, halt, Leute. Halt, halt, halt. Schau mir bloß das Hotel. Okay, okay. Nicht hochmachen. Nicht. Nein. Ruhig. Nein, nein, nein. Schön brav auf den Boden legen lassen. Dann ist alles vorbei. Genau. Fein habt ihr es gemacht. Fein. Gut, nicht ganz eigenständig. So, jetzt ziehen wir uns zurück. Ich will hier die Waffenkiste und schauen, wir haben irgendeine neue Waffe bekommen. Und das würde ich sagen, schauen wir uns erstmal an. Ob man hier reinkommt. Oh, hier sind, hier ist irgendwo ein Beweisstück. Shit. So, den überwältigen wir noch schnell. Das war jetzt wahrscheinlich ziemlich blöd. Aber es war der Wichtige, den wir gesucht haben. Wo ist der andere? Wo ist der andere? Schnell aus meiner Entdeckung. Da war noch einer. Irgendwer hat noch auf mich geschossen. Scheiße! So, sehr gut. Kai! Kai! Kai, wo bist du? Ich gehe nach oben. Das hier, was so vibriert, oder warum ist bei mir vibriert? So, Präzision. Halbautomatisch. Sagen, können wir das hier nehmen? Nein, können wir nicht. Probieren wir die neue, also eine der neuen Waffen zumindest mal aus. Und zwar die SR-25-ECC. Die haben auch keine Zubehöre, egal. Das ist das Büro, Kai. Probieren das jetzt mal aus. So, durchsuchen wir den Kollegen mal.
Fläschchen mit Hotshot. Sehr gut, das brauchen wir für unsere Beweisakte, nehme ich an. Audio abspielen, machen wir mal ganz kurz. Überall in der Stadt kursiert dieses Dreckszeug. Das war's wohl. Kurze Audio, egal. Ja, so. Was müssen wir jetzt machen eigentlich? Hier ist noch irgendwo irgendwas. Hier. Object. Analysieren. Tablet mit Implant. Wir nehmen hier die Waffe, so. Ja. Und dann können wir hier hoch. Oder müssen wir da vorne? Ich schätze, wir müssen hier die Treppe wahrscheinlich hoch. Gehen mal wieder schleichen. Auch wenn unsere Schüsse jeder vernommen haben sollte. Beweismaterial gefunden, 3 von 3, das klingt doch sehr gut. Okay, das scheint uns leer zu sein. So, in engen Räumen sind wir mit der Pistole definitiv besser. Ziemlich gesprächig! Hey! Kai! Kein verdammtes Wort mehr in meine Marke! Hör auf! Das oder sonst was! Kapiert! Oh Gott! Kai! Was soll der Scheiß? Die halbe Unterwelt von Miami schießt auf uns und du zerlegst Leo? Was zum Teufel soll das? Haben wir zwei etwa ein Problem? Das Hotel ist voller toter Drogendealer. Das ist das Problem. Leo braucht Schutz. Dann ist ja alles klar. Er sieht übel aus. Dann hilf du doch dem Penner auf die Beine! Hey, du hast ihn so zugerichtet. Los, hoch in die Büro! Shit. Komm, Bewegung. Okay, ich komme, wohin du auch willst. Und das Mendoza, also Schutz! Was zur Hölle ist das? Du kannst ihn später verhören, Mendoza. Wir müssen los! Hey, Detective. Nimm du's. Ich werde aus dir auch nicht schlau. Wir versuchen es durch den Haupteingang. Ich komme rüber. Sag, dass wir das überlebt. Also gehen von den Kollegen da. Wo geht denn die Schlange hier? Leute. Mendoza ist am Boden. Code 3. Die macht ja gar nichts. Aber die Frau ist, die ist mir auch nicht geheuer, bin ich ganz ehrlich. Also ich glaube nicht, dass die lupenreine Weste hat. So wie die den Typ gerade zugerichtet hat. Und ich denke, wir kommen da auch irgendwie über unsere Kollegen dann nachher zum Ausgangspunkt. Also im Knast, weil wir waren ja am Schluss auch in so einem Gefängnisbus. Und ich denke, dass die dafür irgendwann die Verantwortung übernehmen werden. So, jetzt aber hat's mich gefreut, dass du bei der Folge reingeschaut hast. Und nächste Folge geht's weiter. Bis dahin. Das war's von eurem Simon von Wir spielen es. Haust rein. Ciao, ciao.